Weiter geht's mit dem Giro d'Italia 2021. Dritte Etappe ist gerade rum. Ich habe jetzt extra mal gewartet, damit ich auch ein bisschen Bezug nehmen kann. Taco van der Hoorn, alles Taco, holt sich den Etappensieg aus der Ausreißergruppe raus. Allerdings hat das auch das Hauptfeld ein bisschen verbockt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er durchkommt, aber er hat es dann knallhart durchgezogen. Wir machen einmal schnell die Taktik. Bei uns sieht das Ganze sehr erfreulich aus. Wir haben hier das rosa Trikot, Alberto Bettiol, bei uns Etappensieger auf der dritten Etappe. Auch aus einer größeren Gruppe raus hat er sich dort den Sprintsieg geholt. Etwas überraschend, aber momentan läuft es einfach auch ganz gut. Caicedo geht mal zu Yukasi. Dann haben wir noch Ruben Guerrero. Wahrscheinlich bräuchten wir Carr und Van Garderen heute ebenfalls. Deswegen nehmen wir mal Koikeleire mit raus. Und Carr, boah, Carr ist heute mega stark und Guerrero auch. Also da kann schon einiges gehen. Vierte Etappe ja so ein bisschen was, ja, da werden die Favoriten schon mal die Karten auf den Tisch legen müssen. Der Anstieg, zweite Kategorie, nur 4 Kilometer, aber im Schnitt 10% steil. Also das kann schon einige Unterschiede machen. Einmal der Blick bei uns auf die Gesamtwertung. Da ist jetzt natürlich bei den Favoriten noch nicht ganz so viel passiert. Emanuel Buchmann hier sogar auf der 12 im Auftaktzeitfahren. Ja, nicht ganz so stark gewesen. Egan Bernal auf der 2, Peter Sagan auf der 3, Pozzovivo auf der 4 und Hugh Carthy auf einer sehr, sehr guten 5. Position. Sieht also erstmal ziemlich gut aus. Und da sind auch schon sehr, sehr große Abstände nach hinten, wenn man sich das so anschaut. Also einige der Mitfavoriten haben da schon richtig Zeit bekommen. Wenn man mal zurückscrollt, da sehen wir Remco Evenepoel schon mit 3 Minuten Rückstand, der ja einen richtig guten Start hingelegt hat in den Giro d'Italia. Fausto Masnada hat anscheinend heute sehr viel Zeit verloren. Weiß nicht genau, woran das lag. Hab's auch nicht so sehr genau verfolgen können, weil ich eben parallel natürlich Homeoffice arbeiten muss. Und dann lässt man das ohne Ton so ein bisschen laufen und das Finale konnte ich mir dann konzentriert anschauen. Was mich auch dazu bringt, dass ich wahrscheinlich demnächst um 16 Uhr immer Feierabend machen werde und dann wahrscheinlich in die entscheidende Phase der Giro-Etappe einen Livestream reinballer. Also mal so als kleine Ankündigung, dass ich mir quasi das Rennen anschaue. Natürlich darf ich das Rennen nicht streamen, aber ich kann zumindest ein bisschen auf den Rennverlauf eingehen, was natürlich spoilert. Also wer sich da nicht spoilern lassen will, weil er es selber sehen möchte, ist immer ein bisschen schwierig. Der Stream wird ja nochmal zeitverzögert dargestellt und mein Stream, den ich über GCN mache, ist ja ohnehin wahrscheinlich schon für einige Zeit verzögert. Also sollte das kein Problem werden. Ich sehe es also wahrscheinlich erst nach euch. Aber ich finde es ein ganz interessantes neues Format, einfach live in die Etappe reinzugehen. Dann kommentiert man den, ja, den Live-Sport so ein klein wenig weg. Und wenn dann die Etappe rum ist und man sich die Gesamtwertung vielleicht gemeinsam auch auf dem Bildschirm nochmal angeschaut hat, dann kann man einfach diese Etappe, die kommende Etappe im Pro Cycling Manager nochmal spielen. Also so als kleines neues Format möchte ich das mal ankündigen. Ich werde wahrscheinlich die Facecam dazu anschmeißen und versuche mir da mal ein ganz gutes Konzept zu überlegen. Aber auch jetzt Richtung Tour de France und andere große Rennen, glaube ich, kann das richtig Spaß machen, wenn man sich am Wochenende hinsetzt und von mir aus 2 Stunden zusammen ein Tagesklassiker zum Beispiel schaut oder eben wichtige Etappen bei Tour de France, Vuelta, Giro d'Italia. Und das möchte ich jetzt einfach mal starten. Vielleicht habt ihr Lust, daran teilzuhaben. Vielleicht auch mal mit ein paar verschiedenen Gästen, die dann ihre Meinung zu der Etappe sagen. Also das könnte richtig cool werden. Jetzt geht es auch richtig gleich in eine coole Etappe rein. Man sieht das schon, 151 Kilometer sind es noch. Berg der dritten Kategorie, Castello di Carpinetti. Das wird bestimmt wie Teppich werden, da der Asphalt. Dann haben wir den Monte Molino. Klingt lecker und dann geht es eben den Colle Passerino nach oben, 4 Kilometer, 10% im Schnitt. Ausreißergruppe darf da vorne keine weg, das hatten wir jetzt schon mehrfach, dass das ein harter Kampf ist. Und ich würde heute auch alles mal auf die Teamarbeit legen. Also ob Bettiol jetzt das rosa Trikot behält oder nicht, ist mir persönlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Hugh Carthy heute da richtig gut durchkommt. Wir machen mal den Greisel unten weg und konzentrieren uns auch schon mal auf die Gesamtwertungstop 10. Was, denke ich mal, heute wichtiger werden wird. Also kurzer Cut und dann geht's rein in die Entscheidung der Etappe. Dann würde ich sagen, gehen wir hier so vor dem Eckberg der dritten Kategorie rein. Man sieht schon relativ schnell, wo es heute hingeht. Unser Team ist schon sehr, sehr kaputt gefahren. Wir haben mit Carr, Van Garderen, Guerrero, Carthy und Bettiol allerdings 5 sehr, sehr starke Fahrer. Das sollte heute also gut für uns ausgehen. Deswegen wollte ich heute auch niemanden in die Ausreißergruppe schicken, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hinten raus als Team noch gut zusammenarbeiten müssen. Die Kamera ist spannend, da sieht man mal die Gesichter. Wir gehen vielleicht mal vor in die Ausreißergruppe. Also die Kameras sind jetzt nicht ganz so stark unterwegs. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Man sieht jetzt hier leider nicht so richtig viel, deswegen gehen wir wieder runter ins Hauptfeld. Könnt ihr mal ganz kurz ein kleines bisschen wegscrollen.
Um die Heli-Perspektive zu simulieren. So, Vandenberg und Caicedo, der heute leider die minus 4 hat, wäre auch ein wichtiger Helfer gewesen, macht aber jetzt nicht allzu viel, solange er jetzt die Abfahrt noch überlebt. Und jetzt wird es auch kurvig. Da können die Fahrer immer sehr, sehr gut regenerieren. Sind jetzt noch 77 Kilometer und ich sehe uns heute schon, ja, Favoritenrolle ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest sind wir im erweiterten Favoritenkreis. Und mit Ducati könnte das heute gut werden. Wir sind auf Platz 5 in der Lauerposition. So einen richtigen Sprinter haben wir nicht in unserem Team. Da ist also auch alles auf die Gesamtwertung ausgelegt, auch wenn Alberto Bettiol nicht nur das rosa Trikot hat, sondern eben auch in der Punktewertung aktuell vorne ist. In der Bergwertung ist Cepeda vorne. Da haben wir 2 Punkte noch aus der Ausreißergruppe vom Anfang. So, Caicedo ist jetzt völlig durch. Und ich glaube, wir scrollen dann doch mal ein bisschen näher ran. Also, Caicedo ist da raus. Ich würde die Etappen schon immer mal so ein bisschen ruhiger spielen, damit wir uns auch anschauen, was denn hier so passiert. Jai Hindley zum Beispiel ist viel zu weit hinten. Schon 4 Minuten 30 sein Rückstand hier bei der Rundfahrt. Martinez natürlich nur als Helfer für Egan Bernal dabei, aber trotzdem, die Position ist nicht gut. Nizzolo hat seine Probleme, der wird heute allerdings natürlich nicht in die Entscheidung der Etappe eingreifen können. Wir schauen mal, ob unsere Fahrer da vorne auch gut platziert sind. Das schaut erstmal richtig gut aus. Bettiol und Carthy sind an der Spitze. Hier haben wir Almeida mit dabei. Mikel Landa ist gut platziert an der Seite von, ist es Bilbao? Jo, also Pelle Bilbao auch da mit dabei. Nur noch 25 Fahrer hier vorne in der Gruppe. Und davon sind 6 aus unserem Team. Also ich sage ja, wir sind heute gut aufgestellt mit Education First. Fahren jetzt erst nochmal in ein kleines Tal rein, dann geht es in den nächsten Berg der dritten Kategorie. Los geht's, der Monte Molino steht an, unten noch relativ flach, aber die letzten 2 Kilometer, 1,6 Kilometer sind es genau, die sind dann schon im roten Bereich. Das wird wehtun. Müssen wir schauen, dass unsere Fahrer weiterhin diese sehr, sehr gute Position, die sie da auch innehaben, behalten. 48 Kilometer sind es noch. Es geht die ganze Zeit nur bergauf, bergab jetzt ins Finale. Hier hat man nochmal so eine leichte Abfahrt. Dann kommt Lama Moconio. Klingt langsam. Ich glaube, dass das trotzdem relativ schnell gefahren wird. Monte Creto wird sicherlich auch kein Geheimnis sein, dass der Berg relativ steil ist. Meine Stimme nach dem Arbeitstag verabschiedet sich jetzt gerade leider. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Da machen wir jetzt keinen Cut rein. So, wir stellen mal die Zweifachgeschwindigkeit rein, weil hier noch nicht so viel passieren wird. Die Ausreißergruppe ist schon gestellt. Natürlich immer ein Zeichen dafür, dass das Tempo enorm hoch ist. Carthy, Bettiol, Guerrero, Carr haben jetzt auch alle schon mal so ein paar Körner gelassen. Bettiol, rosa Trikot, arbeitet heute für uns. Da haben wir Egan Bernal, Mikel Landa. Das tut denen sicherlich auch weh. Und da jetzt die Bäume immer wieder so dicht rangehen, gehen wir mal näher ran. Allerdings sind wir jetzt gerade auch wieder auf der Busspur gelandet. Die allseits bekannte. So, sehr, sehr eng. Sieht ein bisschen jetzt aus wie Tour de France auf der PlayStation. Von der Perspektive her, da ist man ja auch immer so nah am Renngeschehen dran. Remco Evenepoel, der ist da vorne versucht, holt sich die Bergpunkte. Eine Minute rausgefahren, 2,58, aber schon sein Rückstand. Battistella kommt. Bergtrikot ist jetzt erstmal noch nicht direkt in unserem Fokus. Da wird es sicherlich andere Etappen geben, wo das dann interessanter wird. Auf jeden Fall sehr cool, das mal aus so einer nahen Perspektive sich anzuschauen. Mal was ganz anderes. Aber alter Schwede, also K ist da jetzt leider rausgefallen. Das ist nicht gut. Bernal ist raus. Das ist natürlich gut für uns. Ich hau gerade mal die 99 rein. Vielleicht kriegen wir ihn in der Abfahrt wieder ran. Wäre ein wichtiger Helfer vorne. Carthy ist jetzt gerade ohne Helfer. Da switchen wir mal um. Sind generell nur noch 22 Fahrer hier vorne drin. Wenn K das noch schafft, mit der 99 hier reinzuballern in der Abfahrt, dann könnte er vielleicht noch mal ein bisschen entspannen. So, Tempo ist nach wie vor hoch vorne. Almeida dabei, Vlasov, also die Top 10 sind hier drin. K ist wieder zurück, kümmert sich mal um Guerrero. Und dann, wie gesagt, sieht das gut aus. Wir haben jetzt noch 4 Fahrer, die gut drauf sind, die in der guten Position sind. 34 Kilometer sind es noch. Dahinter ist schon eine relativ große Lücke gerissen. Wir können mal schauen, wer da abgehängt wurde. Unter anderem Matteo Fabbro, Narváez für Ineos, dann Felline ist raus, Pozzo Vivo, Ganna, der Auftaktsieger, Serri, Caruso, de Rent, also keine absoluten Mega-Favoriten, die jetzt hier hinten rausgefallen sind. Da haben wir Vandenberg, Ciccone, der ja heute auch attackiert hat, Peter Sagan, Großschartner, Buchmann müsste wahrscheinlich vorne noch mit in der Gruppe sein bei den Allerbesten. Den suchen wir uns doch gerade mal. Emanuel Buchmann haben wir hier vorne. Fährt am Hinterrad von Vlasov. Auch Bardet noch mit dabei. Bettiol. Und dann zoomen wir doch mal wieder ein kleines bisschen raus.
damit wir einen besseren Überblick haben, wie die Gruppe denn so ausschaut. Vlasov, ich muss gestehen, Vlasov, einer meiner Lieblingsfahrer. Mag die Art und Weise, wie er fährt. Er kann auch alles im Zeitfahren. Haben wir ihn ja beim anderen Giro bei Bike Aid mit dabei. Da ist er nicht ganz so stark, aber trotzdem mag ich einfach seine Art und Weise zu fahren, weil er auch einen guten Beschleunigungswert hat und da im Finale immer einiges wuppen kann. So, jetzt geht's nochmal runter ins Tal. Immer noch 26 Kilometer. Die Spannung steigt also. Bardet am Hinterrad, Team DSM. Wo Hindley hat es, glaube ich, nicht mehr hier vorne reingeschafft. Zumindest sehe ich jetzt nur einen DSM-Fahrer. Marc Soler mit dabei. An seiner Seite noch Mathieu Jorgensen. Auch ein ganz interessanter Fahrer. Almeida, Evenepoel und Masnada. Das Triumvirat bei der König Quickstep natürlich auch noch mit am Start. Und jetzt geht es dann rein in den nächsten Berg. Vorne weiter in Astana. Ich würde eigentlich jetzt nicht unbedingt Battistella verschleißen an der Stelle von Astana, aber sie machen das halt. Das kann uns eigentlich nur recht sein. Jetzt kommt da vorne allerdings die Attacke, die aber, glaube ich, ein bisschen zu früh kommt. Das hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Wir bleiben mal in Position. Könnten das Ganze vielleicht mal. Ja, Bettiol ist, glaube ich, nicht gut genug. So rum passt es eh schon. Ja, dann machen wir es mal so. Auch ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber wir probieren es einfach mal. Das Tempo halbwegs hochzuhalten und vor allem gut in Position zu sein. Das ist ja wichtig. 20 Kilometer sind es noch. Fahren jetzt mal leicht kontrollierend in unserem kleinen Viererzug. Mit seinem Car als. Ja, Lockvogel. Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ne, der fährt jetzt halt vorne, um nochmal zu beschützen. Tempo wird nochmal erhöht. Aber so richtig stark sehen hier alle nicht aus. Also wir sind wirklich in einer guten Position. So, Car, ich verwechsel den immer mit dem Typen endlich Nichtraucher. Da gab es mal ein Auto aus seinem Car. Ich weiß gar nicht, wie der Vorname ist. So, Attacke von Dan Martin und Romain Bardet. Wir kontrollieren das weiterhin mal. Alberto Bettiol könnte man eigentlich jetzt auch gleich mal switchen. Ganz ehrlich. Machen wir Ucarthy und K fährt mal hier vorne hin. Ich glaube, dass Bettiol jetzt nicht so lange vorne bleiben kann, deswegen nehmen wir ihn erstmal. Jetzt geht es dann eh gleich in die Abfahrt rein, da ist Bettiol ohnehin gut. Hier wird jetzt eh ordentlich Tempo gemacht. 13 Sekunden für die zwei Ausreißer vorne, das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Und dann sind sie auch schon wieder eingeholt und haben sinnlos Energie verballert. Für uns ist das nur gut, je mehr die attackieren, desto besser für uns. Dann können wir gleich am Berg der zweiten Kategorie ein gutes Tempo reinfahren. So, hier darf jetzt natürlich aber auch keine Lücke reißen. Nochmal ein kleiner Hubbel. Und dann geht es gleich in die Abfahrt rein, wo man auch nochmal regenerieren muss. So, heißt für uns gleich auch Energiegel nehmen. Sind 23 Fahrer dabei. Hier, wie gesagt, das Triumvirat von De König Quickstep, Ducati, da jetzt leicht zurückgefallen. Er muss die Lücke erst wieder schließen. Kann aber trotzdem gut regenerieren. Bettiol kriegt jetzt gleich das Energiegel und dann geht es jetzt auch schon auf die letzten 8,5 Kilometer. So, wer ist jetzt der Favorit hier aus der Gruppe? Da müsste man echt mal überlegen, wer könnte es schaffen? Natürlich Mikel Landa stark, Bernal mit einem guten Beschleunigungswert. Vlasov sollte man nicht unterschätzen. Wir haben Yates noch mit dabei, Nibali ist am Start. Van Hucke haben Van Hucke auch mit dabei. Sehr, sehr interessanter Fahrer dieses Jahr auch bei der Emirates Tour schon mal positiv aufgefallen. So, und los geht's. Da ist echt eine Lücke jetzt gerade gerissen. Sind 4 Kilometer, aber sehr, sehr steile Kilometer. Da kommt jetzt nochmal die Attacke von Martin. Bettiol ist ja gut am Hügel. Frage, ob wir da nicht aber jetzt auch selber gerade mal hinterhergehen müssen. Müssen wir wieder näher rangehen, sorry. So, Attacke auf jeden Fall erstmal gekontert. Und jetzt fahren wir hier wieder. Schauen wir mal, Dan Martin, können wir nochmal kontern mit Bettiol? Ducati sieht wie gesagt fresh aus, auch wenn das Wasser da jetzt gerade weg ist. Sind noch 2 Kilometer bis oben hin. Puh, Bettiol geht jetzt blau. Zieht das trotzdem mal durch.
1,7 Kilometer bis oben zur Kuppe und danach gibt es nur eine minimale Abfahrt und es geht leider nochmal bergauf. Also das könnte wehtun. Wie sieht es dahinter aus? Vlasov noch mit dran, die Gruppe wird kleiner. Bernal, da sind schon noch einige hinten mit dran. Bettiol hält das Tempo mal so hoch, dass Guerrero und Carty noch ein klein wenig regenerieren können. Da kommt jetzt Mollema nochmal mit einer Attacke. Da müssen wir jetzt zumindest schauen, dass wir halbwegs mit Guerrero hinterherkommen. Kommen wir da nochmal mit ran. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Guerrero, jetzt muss McCarthy, jetzt sage ich auch schon McCarthy, da nochmal hinterher. Ist nicht mehr weit. Vorne Mollema wird es wahrscheinlich dann wuppen. So, ins Leere geklickt. So, Carthy kommt und dann wird das heute nicht der Sieg werden für uns. Verlieren aber, denke ich mal, auch keine Zeit, weil wir hier mit den anderen Besten noch ankommen. Also Bauke Mollema vor Formolo. Wir sind bei Landa und den anderen Besten mit dabei. Marc Soler, Vlasov und dann ist es der 7. Platz. Also leider nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bennett, Guerrero, Masnada, Van Hucke, Bernal verliert ein bisschen Zeit. Wenn da die Zeitmessung auch passt, dann wird er heute eine Minute auf den Sieger verlieren. Haben wir auch Schulz und Emanuel Buchmann verliert auch ein bisschen Zeit. Evenepoel sowieso, Bettiol verliert das rosa Trikot heute. Kommt noch auf Platz 19 rein. Also interessantes Finale. Wir haben ein bisschen zu hoch gepokert. Ich glaube, wir hätten nicht jede Attacke mitgehen müssen. Das war ein ziemlicher Quatsch, sondern einfach unser Tempo hochfahren wäre wahrscheinlich wieder die bessere Variante gewesen. Aber bei so kurzen, knackigen Anstiegen ist es eben auch schwierig, da einfach nur sein Tempo hochzufahren. Weil dann kann man die Lücke eben doch durch das konstante Fahren manchmal nicht mehr schließen. Aber interessante Etappe. Also Bauke Mollema, Überraschungssieger auf der 4. Etappe für Trek-Segafredo Fredo. Schönes, spannendes Finale. Mal schauen, wie sich das jetzt in der Gesamtwertung auswirkt. Da sehen wir den Tagessieger Almeida auf der 4, Simon Yates auf der 3, Mikel Landa, Marc Soler. Also die Favoriten alle hier vorne wirklich mit dabei, bis auf Egan Bernal. Sehr enttäuschend. Bauke Mollema übernimmt auch das rosa Trikot. 19 Sekunden vor Hugh Carthy. Almeida zeitgleich, Marc Soler auf der 4 und Vlasov alles natürlich vorübergehend. 4. Etappe wird noch nicht die Vorentscheidung sein. Das war jetzt das erste kleine Muskelspiel der Favoriten. Cepeda bleibt im Bergtrikot vor Remco Evenepoel. Natanael Berhane, der ja es auch mal kurzzeitig getragen hat, heute für Elia Viviani auch viel gearbeitet für die Sprints, also in der Realität auf der 3. Etappe. Almeida in der Nachwuchsfahrerwertung vorne, Egan Bernal da nur auf der 3, also ein bisschen Zeit hat er heute auf jeden Fall verloren. Und in der Teamwertung sind wir sehr deutlich vorne. Aber da haben wir echt ein starkes Team. Mit guten Tagesformen bei den Hochgebirgsetappen kann das sehr ordentlich werden. Und Hugh Carthy ist ja ein begnadeter Bergfahrer. So, also 7. Platz. Damit kann man ganz gut leben. Vorausschau auf die 5. Etappe. 175,5 Kilometer. Da werden wir sicherlich dann morgen etwas schneller durchgehen können. Da wird nicht viel passieren. Flach. Ausreißergruppe wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Die Sprinterteams haben genügend Ambitionen und auch genügend starke Fahrer dabei und auch genügend Teams vor allem, die nur auf den Sprint ausgerichtet sind. Also von Caleb war jetzt noch nicht ganz so viel zu sehen. Tim Bellier mit Alpecin wird er sicherlich auch nochmal vorne reinhalten wollen und sich den nächsten Etappensieg ergaunern. Nizzolo mit Kubica sicherlich auch ein Team, auf das man achten muss. Wird spannend, ist jetzt nicht meine Lieblingsetappe des Giros 2021, aber ab der 6. Etappe geht es ja dann auch schon in die Vollen. Am Mittwoch müsste das dann sein. Die Grotte di Frassassi. Kann ich nicht drüber lachen, ist nicht lustig. Ascoli Piceno ist dann die Ankunft, also Bergankunft, die erste richtig brutale Bergankunft über 14 Kilometer, im Schnitt circa 7% steil. Das wird richtig gut. Zwischendrin noch Berge der zweiten und dritten Kategorie. Der hat es auch in sich, wenn man sich das anschaut. 9,3 Kilometer, 8% ist ein Berg der zweiten Kategorie. Nicht schlecht. Also das gibt es auch nur in Italien, dass das ein Berg der zweiten Kategorie ist. Nun gut, wir sind zufrieden. Zweiter in der Gesamtwertung. Wir lauern. Im Sprint haben wir nicht ganz so viel mitzumelden. Deswegen werden wir morgen in die Ausreißergruppe gehen, dort unser Glück versuchen und vielleicht im Sprint mit Alberto Bettiol eine gute Top-5-Platzierung oder so erzielen. Also, danke fürs Schauen und dann sehen wir uns morgen wieder beim Giro 2021.